Ja, für die Tage zu Hause habe ich dir heute mal dieses Bild gemalt. Einfach eine bunte Blumenwiese und ich war nämlich unterwegs und habe Gräser gesammelt und die wollte ich ausprobieren und da fand ich das Motiv auch recht passend. Also ich habe hier einen Schwamm, das ist ein ganz normaler Schwamm. Also egal, was für einen Schwamm du zu Hause hast, du kannst den zerschneiden, wenn du willst, einfach mit einer Schere durchschneiden. Und dann hast du ein Werkzeug, was du gut benutzen kannst. Den Schwamm machst du immer nass. Du siehst hier meine Palette, die wie gemacht wird, das hatte ich dir das letzte Mal gezeigt in dem Film. Und hier nehme ich einfach die Farbe, mache die ein bisschen mit Wasser dünner. Dann kann man die besser verteilen. Jetzt verteile ich erst einmal das Blau auf die Leinwand. Die Leinwand ist trocken und mein Schwamm war ja nun mal nass. Und ich habe die Farbe ja vorher auch etwas mit Wasser verdünnt. Das ist ganz normale Acrylfarbe. Jetzt habe ich hier einen trockenen Schwamm und mit dem nehme ich die Farbe so ein bisschen weg. Tupft mir die Farbe so ein bisschen glatt und dann wird das Ganze schon ein bisschen weicher. Und jetzt probiere ich hier nochmal den nassen Schwamm. Damit nehme ich die Farbe wieder ein bisschen mehr weg. Also ich versuche jetzt hier mal so einen Himmel mir hinzuwischen. Und ich kann das hier ganz gut ausprobieren. Ich mache nochmal den Schwamm nass und tupfe hier nochmal die Farbe weg. Ich kann das die ganze Zeit machen, auch unten trocknet die Farbe gerade nicht, weil der Schwamm eben nass war und die Farbe recht nass ist. Und ich habe jetzt Zeit, mich ja da auszuprobieren. Ich habe jetzt keine genaue Vorstellung, wie die Wolken aussehen und mache das hier, tupfe das hier mal einfach ein bisschen. Macht einfach auch Spaß. Probier da einfach mal aus. Mit so einem Schwamm kann man natürlich auch mehr Wolkenhimmelbild machen. Ich probiere das jetzt nur schon mal, weil man hier sieht man jetzt ganz schön schon die Bildaufteilung. Also ich gehe über die Hälfte rüber, tupfe jetzt hier schon mal so ein Blümchen raus, damit ich mich einfach, ich weiß, ich übermale das ja nachher. Also ich kann mich jetzt hier mit der Bildaufteilung einfach beschäftigen und merke dann schon, ach ja, wenn ich jetzt hier die Blumen hinsetzen würde, dann würde es so aussehen, wenn ich die Grasnarbe so darüber ziehe, wird es so aussehen. Also da kannst du einfach mal ein bisschen rumprobieren. Suche jetzt noch einen trockenen Schwamm, der ist jetzt trocken und damit gehe ich so leicht drüber und wische die Farbe noch mal so ein bisschen weicher, dass es nicht so getupft aussieht. Das kann man ganz gut machen, dann tupft man ganz vorsichtig so darüber, wischt noch so ein bisschen, bis das ja so einem gefällt. Und dann kann man es einmal trocknen lassen. Ja, jetzt kommt mein Experiment. Ich habe hier Grün drauf gegeben. Rühre das nochmal so ein bisschen grün. Also ich habe jetzt nur bislang nur Blau genommen. Gebe jetzt hier mein Gras in das Grün. Und machst so einen Abklatsch davon. Und das sieht doch cool aus, oder? Voll cool. Also es sieht ja wirklich aus wie Gras. Also du malst mit Gras und es sieht aus wie Gras. Und das ist ein optimales Werkzeug, weil es ist nämlich schwer, solche schmalen Linien zu malen mit einem Pinsel oder auch mit einem Spachtel sich hinzuziehen. Und ja, perfekt, würde ich mal sagen. Jetzt ziehe ich hier mit dem Schwamm nochmal die Linien erstmal nach, weil ich Fläche brauche. Ich brauche also erstmal Grasfläche. Meine Farbe ist trocken, mein Pinsel ist recht trocken. Also die Farbe ist nicht trocken, aber die ist halt auch jetzt nicht so nass wie vorhin. Und damit kann ich die Farbe dann auch besser wischen. Und oben diese kleinen Linien bleiben schon stehen. Und hier fülle ich einfach nochmal so ein bisschen die Fläche,
weil ich weiß, danach gehe ich dann mit dem Gras rüber und nehme dann die anderen Farben. Ja, ich freue mich voll, dass das so gut klappt, so wie ich mir das auch gedacht habe. Ist ja nicht immer so, dass es so gut klappt, wenn man sich da was ausdenkt, aber es funktioniert. Das heißt, du kannst jetzt also einfach noch ein bisschen Ocker dazugeben. Du brauchst kein Ocker, du kannst auch alles nur in Grüntönen machen. Das Grün mal ein bisschen abdunkeln mit dem Blau, das Grün ein bisschen heller machen mit dem Weiß und dann hast du eben auch unterschiedliche Höhen und Tiefen. Also rein theoretisch könnte man jetzt auch mit diesem Werkzeug noch ein paar Blüten draufsetzen. Ich finde, es funktioniert gerade nicht so gut dafür. Ich muss also wirklich die Spitze dann ein bisschen fester festhalten, um dann zu malen. Aber es ist jetzt nicht so perfekt. Also ein Pinsel ist da doch besser. Ja, du könntest jetzt auch deine Wiese nur mit grün, blau, also blauer Himmel, grüne Wiese und weiße Blüten setzen. Dann ist das ein bisschen ruhiger noch, ein bisschen klarer. Ich habe hier so ein helles Ocker nochmal reingezogen jetzt und gehe jetzt so nach und nach, werde ich bunter. Aber je nachdem, wie man das halt möchte, ob man es ein bisschen ruhiger haben will oder ein bisschen knalliger haben will, kann man das eben bunt machen oder auch schon so lassen. Meistens ist es so, wenn man Rot darauf zieht, dass es dann doch noch ein bisschen verliert, also dass es nicht mehr so knallig bleibt. Vielleicht ziehst du dann das Rot einfach zweimal drauf. Ich habe jetzt hier ein Kirschrot genommen und ja, nach hinten werden die Blüten immer ein bisschen kleiner, nach vorne ein bisschen größer und ja, vielleicht ist es ein Grund, auch nochmal wieder rauszugehen. Alleine darf man ja gerade rausgehen. Oder auch zu zweit einfach einen kleinen Spaziergang machen und gucken, wo sind schon Blumen? Wie sieht denn so eine Wiese überhaupt aus? Also manchmal denkt man, ach ja klar, wie jetzt? So sieht doch eine Wiese nicht aus oder so sieht da eine Wiese aus. Aber wenn man sie dann malen soll, weiß man es dann doch nicht so genau. Also das ist doch ein Grund, einfach nochmal spazieren zu gehen, ein bisschen zu gucken, wenn man die Möglichkeit eben hat.
Ja, das Blau auch nochmal nach vorne zu holen ist toll, also auch mit Weiß gemischt. Ich habe also das Himmelblau einfach genommen und es ist ein einfaches Hellblau, also es ist ein Echtblau, kannst du nehmen, Hellblau kannst du nehmen. Ich würde jetzt nicht so ein kräftiges Blau wie Cyan nehmen oder so ein dunkleres Blau oder ein Ultramarin kann man auch gut nehmen, aber auch dünner. Das, ja. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ich habe den Pinsel übrigens nicht so gut sauber gemacht und das ist jetzt gar nicht so verkehrt, denn da ist noch so ein bisschen Rot hinten in dem Pinsel und dann kommt da, vermischt sich die Farbe zu so einem Lila und das passt auch ganz gut. Ja, es tut auch gut, da nochmal so ein Gelb drauf zu bringen, das wird richtig, richtig bunt. Und du kannst eben selbst entscheiden, nimmst du noch ein Gelb dazu oder nicht, weil es eben dann auch tatsächlich richtig bunt ist. Du kannst auch nur in diesen Rot-Blautönen bleiben, dann hat es eben eine andere Harmonie drin. Ja, ich glaube, mehr brauche ich nicht zu erklären. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß. Ich hoffe, du nimmst jetzt selber deine Leinwand, schon überlegst schon, ich habe hier ein kleines Format, es kann noch kleiner sein oder noch größer, es kann auch ein Querformat sein. Such dir deinen Schwamm raus, den du hast. Es kann ein Küchenschwamm sein, ein Badeschwamm, ist total egal. Du kannst auch ein Tuch nehmen, wenn du keinen Schwamm hast. Also ja, mach einfach. Ich male das Bild gerade parallel mit diesem hier. An dem male ich jetzt weiter und das Video stelle ich dann auch noch hoch. Ja, da steht jetzt das Bild, hier habe ich gerade gearbeitet. Und wie du siehst, ich habe die Folie da einfach noch liegen von der Leinwand, von der Verpackung. Das habe ich ja in dem einen Video mal erklärt. Ja, das ist jetzt das Bild. Es lacht mich jetzt schon an. Das ist das Bild, was, da gibt es eine andere Geschichte zu, das siehst du im anderen Video. Ja, danke für dein Like, für deinen Kommentar und falls du noch kein Abo hast, dann kannst du jetzt den Kanal abonnieren. Tschüss!